mal dein Ding. Die Aufnahme läuft. 3, 2, 1. Herzlich willkommen bei Folge 64 von dem Podcast, den ihr alle kennt und liebt. Wir sind hier bei Edeltalk. Nee. Edeltalk. Ich bin's, euer Reezy Mac Reese Reese. Neben mir sitzt Stegi. Stegi. Leicht verpixelt. Leicht, Betonung auf leicht. Links neben mir Nina Teller. Oha. Und warum jetzt? So. Mami Platte. Mami Platte. Da sind wir. Ja, weiter weiß ich jetzt nicht. Unangenehm auch ein bisschen. Super unangenehm. Warum denn? Was war so die längste Zeit, wo Leute geschwiegen haben im Podcast? Ich glaube, wir sind so ganz nah an einem Rekord, weil wir haben das schon ein paar Mal in so Folgen gehabt, wo dann einfach so keiner was sagt, weil meistens, weil du irgendwas Unangenehmes gesagt hast. Und dann frage ich mich, wie oft hatten wir schon diesen Moment, dass Leute dann so auf ihr Handy geguckt haben oder so, um zu gucken, ob die Folge irgendwie vorbei ist, ob Internet weg ist oder so. Und dann frage ich mich, ich glaube, da sind wir weit oben mit bei den Leuten mit der längsten Pause. Wir haben uns einfach nichts mehr zu sagen, die Geschichte ist auserzählt. Aber wir können es ja auch mal ausprobieren. Wir können auch einfach alle mal die Fresse halten für die nächsten anderthalb Stunden. Wir machen ja ASMR-Podcast. Man hört nur das Rauschen der Mikrofone. Ich finde das schön. Zwischendurch Timo ruft was rein, das lieben alle so. Ich habe ihn gefunden. Mein Magen knurrt. Ich habe immer noch den Baklava Waiter gesucht. Ich habe ihn gefunden. Das ist er. Okay. Das ist er. Ich wollte es euch nur mal kurz sagen. Das war noch ein Gespräch vor dem Podcast, aber ich konnte nicht aufhören zu suchen. Manchmal habe ich so ein... Guck, jetzt macht er den Wirbel. Bam. Der haut es, aber er macht ja wirklich so genau dasselbe wie Mr. Superwow. Ja. Sorry, der klopft wieder hier drauf. Ja, der schlägt wieder unnütz sein Besteck auf Teller und Tische. Ja, ich schwöre, der macht das aus. Da bist du aber auch Kandidat für, wenn du... Ja, ja, 100%. Wenn du manchmal so Fivi-Werbung machst, dann die Messe so aneinander schleifen. Ja. Ich könnte ausrasten, ne? Ja, ich hasse es so sehr, ich schneide es immer raus. Ja, ich mach das auch immer. Habt ihr das noch mehr, so Töne, die so partout nicht ausstehen könnt? Weil ich habe ein paar. Ich habe ein paar auf der Kante, die mich wirklich an den Rande des Wahnsinns treiben. Boah, ich finde halt so Quietsch-Sachen, so wirklich so mit einer Gabel im Teller quietschen, ist für mich der Endgegner. Das ist wirklich so, da habe ich das Gefühl, ich müsste mir meine Fingernägel rausreißen. So eklig finde ich dieses Geräusch. Ja. Aber sonst bin ich sehr, sehr, kann ich sehr viel aushalten. Michelle hasst das, wenn ich mit der Hand so über den Tisch oder so, wenn da ein Krümel ist und ich mache so mit der Hand den Krümel weg, dann rastet die aus. Das kannte ich noch nicht. Oder Styropor, auch ganz schön. Styropor haben viele gefühlt. Geil. Hast du eins? So ein Geräusch, was du absolut nicht leiden kannst? So, wo dir richtig schlecht wird, wenn du es hörst? Achso, da habe ich doch eins. Freddys Stimme. Ich wollte gerade überlegt, welchen Influencer sage ich. Ich war kurz bei Revi, aber das war so. Nö, also. Nö. Gar nicht? Ich komme, glaube ich, mit allem eigentlich ganz gut klar, ja. Aber ich habe schon immer schlecht gehört. Das liegt, glaube ich, auch daran ein bisschen. Hast du eins? Ja. Timo hat so Tourette-Ticks manchmal, so nenne ich sie immer. Weil manche Leute, die das haben, die machen ja dieses Zungenschnalzen so zwischendurch mal diese. Ja, das. Wenn Timo aufräumt oder sowas hier irgendwie durchs Büro schlendert, dann macht er immer aus Langeweile diese Schnalzer. Ich raste aus. Okay. Ich raste so schnell. Interesting. Ich hasse das, wenn mit dem Löffel wenn jemand in der Tasse was hat, ein Getränk, und dann mit dem Löffel in der Tasse umrührt, aber dann nicht umrührt wie ein normaler Mensch, sondern mit dem Löffel so über den Boden der Tasse kratzt. Ja. Ich krieg die Krise dabei, wirklich. Da will ich
möchte ich die Leute, wenn ich jemanden zu Besuch habe, am liebsten direkt wieder nach Hause schicken. Das sind einfach meine Eltern, die haben so meine Eltern auch. Tassen, die so unten eigentlich weiß sind und die sind schon so richtig abgeschabt. Und, weil die das und, da... Ja, die machen dann so Zucker in ihren Kaffee und dann anstatt so zu rühren, wie ein normaler Mensch, einfach nur, die kratzen so... Und dann hast du noch das Kratzen von dem Boden, das Kratzen von dem Löffel und das Kratzen von dem körnigen Zucker, der noch nicht aufgelöst ist. Wirklich. Ganz schlimm. Ja, fühle ich. Okay. Ja, cool. Ich komme mit allem gut klar. Aber ich glaube, das ist auch eine Krankheit. Schmeckt's? Schmalzlauchfrage. Ja, ich komme mit allem. Cool. Cool. Wir haben eigentlich gerade fast schon eine abgefrühstückt. Also nicht eine, die ich gestellt habe, aber es war ja eine Smalltalk-Frage. Aber dann haben wir heute einfach vier. Ja, das war Bonus. Die Bonusfrage, die am Anfang kommt. Ja, erste Frage. Wenn ihr plötzlich die Fähigkeit erlangen könntet, eine bestimmte Tierart zu verstehen und mit ihr zu kommunizieren, welche Tierart würdet ihr wählen und welche Fragen würdet ihr diesem Tier stellen? Also ich kann Tiere verstehen und mit denen sprechen. Und die verstehen mich auch. Mhm, ja, also kannst so, wie du mit Menschen kommunizierst, dann mit dieser Tierart kommunizieren. Da würde ich Fliegen fragen, warum die sich andauernd in der Ecke die Fäustchen so reiben. Ja, und was die wohl so alles mitkriegen. Und das müssen so die übelsten Gossip-Mensch-Dinger sein. Das sieht immer aus, als hätten die irgendeinen Plan so. Ja, die schmieden so. Ja. Und das fuckt halt auch so ab die ganze Zeit. Und dann reiben die noch übers Auge. Warum? Mr. Burns, ey. Wirklich, Mr. Burns. Ich würde fragen, warum so nervig? Was kriegst du überall alles mit und warum reibst du deine Fäustchen die ganze Zeit so? Boah, ich finde Fliege richtig schlimm. Sind ja auch so viele. Ja, wenn dann... Hä? Und die redet dann so richtig laut. Redet so richtig, ja, hallo. Ja, hallo. Hallo. Stefan. Moin. Kannst du mal wieder was stehen lassen? Ihr Hunger. Dann immer so, au, warum komme ich hier nicht raus? Au, 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 warum komme ich hier nicht raus? Au, au. Kannst du mal kurz die Schnauze halten da hinten? Oder die hatet einfach so richtig, wenn du die so fragst und rantet so ab. Und das ist eigentlich nur dann so, keine Ahnung, du stinkst, oder? Du stinkst. Ja, aber ich mag das. Stimme, so, Ja, das ist wirklich die nervigsten. Geht bei dir was ganz wie unterwegs, hä? Die hält dann auch, so wie die rumsummt und einfach nicht sich verpisst, ist sie dann auch so ein ungeladener Hausgast bei dir mit so enorm lauten Organen, die einfach die ganze Zeit nur ihre Fäustchen reibt und labert. Hat die so eine laute Stimme, weil wenn so Fliege ist, dann ist sie auch so übel weit weg und wenn die dann halt immer irgendwie so um einen rumschwirrt und dann so dabei erzählt, war so, ja, mein Tag war eigentlich relativ... Wie bei dir so? So, keine Ahnung. Das ist irgendwas übel Nerviges. Also entweder so enorm laut, so viel zu laut für dieses kleine Tier oder so kratzig oder. Fliege finde ich viel zu aggressiv. So. Ey, stell mal vor, du willst pennen und dann geht die so wie das schon mal ist, dann landet die so auf der Stirn und dann einfach nur so, hey, schläfst du schon? Und du denkst dir so, holy shit. Darf ich mal kurz in deinen Mund krabbeln? Ja. Schön warm und feucht. Oh, nice. Riecht auch wie Gülle hier. Ich bin eben auf Hundescheiße gelandet. Ich war jetzt draußen im Garten, hab nur mal schön auf der Kacke ein bisschen was gegessen. Jetzt kommt er rein zu dir. Schlaf. Wusstet ihr, dass die gar nicht abbeißen? Abbeißen? Die beißen nicht, wenn die auf eurem Essen landen, sondern die rotzen da drauf, lösen das auf und schlürfen dann. Das ist ein richtiger Kern, ja, so der auf einmal so bei dir zu Hause wohnt. Fliegen eigentlich alle, aber mit Vornamen heißen die Schalke auch einfach. Schalke Sumsum, ey. Ja, Fliege wär's bei mir. Wie ist bei euch beiden? Ja, Bettwanzen. Dann weißt du immer, wenn welche da sind, du kannst eine Matratze wegwerfen. Auf einmal so legst du dich ins Bett, auf einmal hörst du wie so bei so einem Konzert oder so, so die Crowd und dann denkst du so, okay, hier soll ich nicht mehr drin liegen. Er ist wieder da. Was geht bei dir? Oder Spinnen, weil ich hasse Spinnen und dann kannst du immer so in die Wohnung reingehen und dann so, hallo, ist da jemand? Was geht das hin? Fuck, nein. Du kannst ja mit denen kommunizieren, du kannst ja einfach so lange beleidigen, bis sie gehen. Die reden ja zurück dann, ne? Ja, auf einmal Spinnen so übel intellektuell, so, ja, ich möchte doch nur etwas zu meinem Mittagessen hier mir kurz genehmigen und helfe dir, indem ich die Mücke esse, entschuldigen Sie bitte. Ja doch, aber wenn du dann so eine Hausspinne hättest, die du so platzieren kannst, die dann alle Mücken
eliminiert, wäre schon gut. Ich glaube, ich hätte, Entschuldigung, nee, ich glaube, ich hätte weniger Angst vor Spinnen, wenn ich mit ihnen reden könnte und ihnen sagen könnte, dass sie nicht in mein Ohr krabbeln sollen nachts. Dann, ach so, dann, ja, safe, danke, dass du gesagt hast. Einfach so. Nee, ich glaub, krass, habe ich gerade drüber nachgedacht, aber dann, nee, klar, wenn dich das stört. Nee, bam, und dann so auf der anderen Seite, soll ich dann rauskommen? So, hallo? Hallo, ich bin auch noch hier. Nee, also, so können wir dann auch so die Tiere, mit denen wir reden, so befehligen oder sind die so ebenwürdig? Hm. Weil das würde die Antworten maßgeblich beeinflussen. Also kommt halt drauf wenn an, nur mit das ist Survival of the Fittest mäßig, weil also die Spinne, wenn die nicht macht, was ich sage, dann habe ich halt die Adilette schon in der Hand. So. Weißt du, wie ich meine? Da werde ich mir als Spinne zweimal überlegen, ob ich jetzt Auftrag ausführe oder ob ich es lasse. Ja, also man kann mit Worten ja Personen gut manipulieren. Ich denke mal, dass du auch Herrscher von einer Tierart werden könntest, wenn du dich gut stellst. Stark fände ich dann, wenn ich die so direkt kontrollieren könnte, weil ich mit denen rede. Stark fände ich dann Moskitos oder so Mücken. Das ist ja per se das Gleiche, heißt bestimmt nur anders wie Karotte und Möhre. Nee, nee, es sind schon zwei unterschiedliche Tiere. Ja, dann Moskitos, die hören sich gefährlicher an und exotischer. Und dann würde ich die einfach so mobilisieren und dann auf meine Feinde hetzen und die einfach Blut leer saugen lassen. Einfach immer wieder so. Oha. Würde ich sagen, hier, Joe Biden. Meine Feinde. Sicher, dass du mit allem klarkommst und mit nichts irgendwie ein Problem hast, auch nicht mit Geräuschen. Ich gucke seit, ich gucke Baklava-Videos seit 20 Minuten hier. Ja, nee, ich glaube, also das, wenn ich die befehligen könnte, ansonsten. Ich habe so voll Angst. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, jedes Tier wäre so ein Arschloch dann. Nein, gibt doch gute. Stell dir vor, du sagst Elefant und dann sind die so übelst asozial. Jo, Bro, ich setz mir die Zähne, kack mal. So, keine Ahnung, reden die so. Ist richtig anstrengend. Stell dir mal vor, du wirst dann von denen ausgegrenzt. Das ist so die einzige Tierart, mit der du kommunizieren kannst und die fangen an, dich zu mobben. Da ist wieder der Komische, der uns versteht. Boah, ich glaube Hunde. Just basic. Ich glaube Hunde. Katzen nicht, die sind eh assi, aber Hunde. Hunde sind eh deine Freunde, sobald du ihnen was zu essen gibst. Dann aber ich glaube, Hunde wäre wack. Ja, deswegen würde ich es auch nicht nehmen. Allein schon, weil... Oh, eine Fliege. Oh, oh nein. Nimm mich. Kurz mir ins Gesicht, los. Allein schon, weil... Keine Ahnung, ich denke mir manchmal, ich will gar nicht wissen, was sie sagen würde, weil... So. Raus, raus, essen, essen. Schlafen. Muss kacken, muss kacken, muss kacken. Pissen. Ich finde Vögel cool, weil die das ähnliches Gossip-Prinzip, die kriegen so alles mit und dann können die irgendwie so, und du kannst sie auch als Nachrichtenüberbringer benutzen. Finde ich voll cool. Aber die anderen hören die Vögel nicht. Ja, aber ich kann ja was an das Füßchen so binden und dann kann ich denen genau eine Wegbeschreibung machen, die verstehen mich ja. Dann sage ich denen so, du fliegst jetzt so bei Mönchengladbach drüber so und dann auf die A2. Ich finde die bestimmt genauso anstrengend, wie wenn dein Vater dir so versucht, den Weg mit dem Auto zu erklären. Nee, du musst so vorne innere Kanalstraße und dann zweite links. Du hast die Straßen noch mit deinem Leben noch nicht gehört. Fängst schon wieder so, an zu schwitzen, wenn du mit dem Matheaufgaben machen musst. Es ist alles nur wirklich Familie. Nee, kein Bock. Entnerv mich so, lieber. Mit welchen Vögeln Annika Kontakt hat, weil die alle so Tom-Tom um den Hals hängen haben. Damit die wissen, wo es lang geht. Die sind so, Bro, Magnetfeld, ich kann nur eine Richtung. Mann, rechts oder links vom Magnetfeld oder so. Und dann Annika, nee, A2 und dann Höhe, Schwalmtal musst du abfahren. Ja. So, und dann nochmal zweimal links und dann so ein gelbes Haus. Ich will auch nie wieder WhatsApp benutzen, ich will alles mit meinen Vögeln machen. Ja, dann bist du eine irre Alte. Ja, so, ich werde so, eine irre Alte. Schön, dich kennenzulernen. Wir hören uns morgen. Und dann einfach fucking pennt er dann. Erwarte meinen Spatz. So. Erwarte einen Nachrichtenspatz. Wir treffen uns in 3 Monaten wieder. Ey. Und dann entfernt die sich aus dem Geschehen. Ja, genau so werde ich dann. Es wird schön. Jetzt reicht's mir. Das Spatz. Video ist richtig scheiße. Morgen gibt es erstmal einen ordentlichen Briefspatz. Ein Wutadler kommt bei dir vorbei. Eine Eule. Eine Eule. Die dreht den Kopf dann so komplett rum. Gut. Zweite Frage.
Kurz dazu noch, ich habe es im Hintergrund aufgemacht. Wusstet ihr, dass es die Gorilla-Dame Coco gab? Kennt ihr das? Mhm. Der Zeichensprache beigebracht wurde und die das richtig gut konnte und dadurch halt per se mit Menschen kommunizieren. Und dass es super fucking gruselig ist, wenn ihr mal die Doku darüber anguckt, wie viel die mitkriegt. Oh, krass. So, die sitzt dann da und fragt so ihre... Das ist so eine Forscherin gewesen und die haben die halt dann so begleitet und die war super entspannt und chill und die fragt die dann so, warum bin ich eigentlich in einem Käfig und du nicht? So, die hinterfragt das so richtig, die ist so voll da. Krass. Und dann hatte die immer so ein Thema mit kleinen Tieren, so Katzen, die hat dann immer gefragt, kann ich eine Katze haben? Alles so sehr flüssig mit so Sign Language und die konnte so, dadurch konntest du alles nachvollziehbar machen, weil die das direkt aufgefasst hat und an der wurde super lange geforscht und das glaube ich auch einer so der Grundsteine für dieses so, Tiere haben Gewissen und Verständnis, wo alles herkommt, gerade Affen haben und so. Auch. Und die hat das dann immer so voll lebendig hinterfragt, so warum darf ich nicht raus, Alter, so was habe ich denn getan, so habe ich was Böses gemacht, hat die dann immer gefragt, warum ich hier bin, weil die konnte das so richtig zuordnen, so warum gehst du aus der Türe und bist weg und warum muss ich hier bleiben, draußen, so da drin ist doch wärmer. Und die hat dann auch immer gefragt nach Umarmung und so. Und dann ist irgendwie eine Katze gestorben, dann ist die Wärterin, ihre Katze ist gestorben dahin und dann war die halt, hat die gesagt, ich bin traurig, darf ich eine Umarmung haben und so. Und dann musste die so getröstet werden und so richtig Emotionen, das ist richtig crazy gewesen. Und das habe ich mir dann reingezogen, als ich Schweinenackensteak mir reingeprügelt habe und dachte mir so, naja. Ich finde das so cool, das wäre ich in einem anderen Leben, glaube ich. Affe? Nein, so Affenverständiger. So Affenverständiger. Aber ist das nicht dann auch so wie diese, es gab doch immer diese TikToks, wo so Hunde auf so Knöpfe gedrückt haben und das war doch meistens eher einfach nur so gestaged, wurde dann einfach nur das reingeschnitten in die Doku, was dann gerade so gepasst hat. So der hatte so den ganzen Tag, hat die so gestikuliert mit Sachen, die der vorher gezeigt wurde. Es gibt wurden. So eine ganze Doku-Reihe darüber, wo die begleitet wird mit der Forscherin in dem Gehege da und die das erklären, so cool. Wie die der das beigebracht haben, von Kind auf. Coco der Affe heißt die. Ja, und die sitzt dann immer drin bei denen und dann macht die so Sign Language und lacht über die Sachen. Also oberflächlich alles, aber so, dass du es so deuten kannst halt. Und die konnte damit sich dann auch immer komplett verständigen. Krass. Finde ich echt cool. Nächste Frage, okay. Stellt euch vor, ihr könntet eine Woche lang euer Leben mit einer berühmten historischen Figur tauschen. Mit wem würdet ihr tauschen und welche Erfahrungen erhofft ihr euch? Willst du jemanden ansprechen jetzt hier? Nee. Warum sind die alle so? Mit einer berühmten Person soll ich einen Tag mein Leben tauschen? Berühmte historische. Einer sagt Hitler, ne? Also wir jetzt, das ist echt nicht cool, Leute. Ey! Ich glaube, ich würde mit Max Grimm tauschen, um einmal rauszufinden, wie es ist, Timo zu sein. Nur anders. Aber es geht ja um historische Personen. Ja, es ist seitdem er von Alligator gepostet wurde, weil er seinen Rap-Text gefunden hat, bevor das neue Lied veröffentlicht wurde, bin ich die Tage in der Story von Alligator darüber gestolpert, dass er ein Max-Grimm-Video geteilt hat und ich mich erschrocken habe, warum Timo da sitzt in der ersten Sekunde. Und dadurch, dass die Lyrics dann vor seinem Song-Release geleakt waren, hat er gesagt, wir probieren das jetzt mal so zu rappen wie Alligator. Und Alligator hat halt dann so Shared-Screen-mäßig so richtig abgenickt und ich dachte mir so, du bist jetzt Teil der historischen Zeitgeschichte. Ich wäre gern Max Grimm. Ich google das jetzt. Wer Max Grimm ist? Nee, wer ich sein will. Ach so. Soll man ChatGPT fragen? Ich glaube, Babo und ganz schwieriger Charakter auch nach hinten raus, glaubt Napoleon. Heftiger Kollege. Auf der anderen Seite. Ich bin klein, ne? Ja, ich bin ja jetzt auch nicht riesig, ne? Also, okay. So viel ändert sich nicht. Das heftig. Ich glaube, so ein paar heftige Kollegen, Römisches Reich wäre auch geil, so, aber nur so mittendrin, als gut lief, nach hinten raus. Das war so klar, Alter. Muss auf jeden Fall irgendein Römer. Ja, also alle außer Commodus, das Opfer. Ja, Commodus habe ich einfach. Commodus ist Opfer, das möchte ich nicht.
Aber ich glaube, so ein paar sind schon so ein paar Leute bei. So bevor Nero komplett eskaliert ist, glaube ich, ja schon 2-3 gute Tage, wenn es nur für so eine kurze Zeit ist, dann glaube interesting. Aber ich glaube, das würde mich dann nicht interessieren wegen irgendwas, was da passiert, sondern einfach nur, weil ich sagen kann: Siehst du den da hinten mit den, braunen Haaren? Lass mal einen Löwe raus. Mach mal einen Löwen jetzt dahin. So, das würde einfach nur einmal dieses schiere Verhältnis von das ist okay gerade in der Situation und so vollkommen unvorstellbar heutzutage, dass sich jemand anguckt und sagt, ja, Antwort hat mir nicht gefallen. Mach mal einen Löwen aus dem Käfig. Sicher, dass du keine Probleme mit irgendwas hast, mit irgendwelchen Geräuschen. Nee, habe ich keinen Stress mit. Aber so, ein Löwe? Einfach mal auf jemanden hetzen. Okay. Oder dann einfach sagen so, ja, die da hinten alle, so 20 Leute, auf mein Zimmer. Zack, Harem. Die sehen gut, diese Menge sieht gut aus, genau. Auf mein Zimmer. Ist egal, männlich, weiblich, whatsoever, alle ihr eingepackt mal hin und ab dafür. Und davon habe ich, darauf habe ich jetzt Lust von 14 bis 15.30 Uhr. Das will ich jetzt machen. Das ist, glaube ich, das wird mich, ja, das finde ich gut. Und die machen auch alle, was du willst? Ja, ich glaube, es wäre so nervig auf Dauer. Deswegen, wenn es nur so kurz ist, ist es, glaube ich, chillig. Weil ich glaube, auf Dauer ist halt so, jeder will dich ermorden und deine Position. Deswegen ist es ein bisschen stressig. Aber wenn du die Löwen so hast, dann ist es chillig. Er ist fuck einfach nur. Löwe ist der Schlüssel zu allem. Ja, Löwe macht Schloss auf. Mein Löwe, mein Bär. Ich glaube, ich weiß, was ich. Ich würde, glaube ich, so Ramses nehmen, um zu gucken, wie die Pyramiden gebaut wurden, dass ich endlich mal die Aliens sehe. Oh, krass, ich hätte Kleopatra genommen, dann sind wir wahrscheinlich im ähnlichen Zeitalter, ne? Nee, nicht richtig. Die ist aber super spät erst. Echt? Ja, war sehr weit. Achso, wir sind mitten im Podcast, aber ich bin jetzt einfach mal rangegangen. Die anderen gucken mich gerade ganz irritiert an. Das ist ja fantastisch. Ja. Warte, ich mach mal hier. Also ihr seid jetzt damit auf der Aufnahme, ich sag's nur vorher. Ja, passt schon. Wir haben eine statistische Umfrage, die wir gerade machen. Sollen die Leute noch im Podcast drauf antworten? Der kommt morgen Abend. Dann habt ihr da noch Kommentare zu oder sollen wir das rausschneiden lieber? Das ist perfekt, ja. Wir brauchen auch insbesondere deine Meinung, so aus jemand, der so aus Mönchengladbach Umgebung kommt. Ja. Kommt der Aileen ja auch her. Genau. Und die benutzt quasi so Fantasievokabeln. Und mich hat es einfach interessiert, ob die euch so geläufig sind. Ja, okay. Dann machen wir eine schnelle Umfrage. Wir sind ja jetzt hier alle Gladbacher. Leg los. Es geht einmal um den Begriff Schluppen tragen. Schluppen? Weil du weißt, was Schluppen sind, oder? Ja, Hausschuhe. Danke. Vielen Dank. Das ist schon mal der erste Punkt, den man hier in Köln nicht kennt. Und das andere ist, wenn du jetzt sagen würdest, so, ich habe keinen Bock auf einen Effensalat. Also ohne Dressing. Ja, langweilig. Ja, so ein langweilig. Ja, so, oder es nicht, passiert nicht viel. Vielen Dank. Die kennt diese ganzen Begriffe. Niemand sagt das. Schluppen? Ja, aber also Schlugi, schon, Klugi, für deine Seite, Nina sitzt neben mir, die ist ja gebürtige Kölnerin, die kannte es auch nicht und die sagt auch, keiner sagt das. Also per se ist es so wie in der Politik seit Jahren, ihr habt beide recht und ihr könnt euch jetzt weiter streiten und dann bewegt sich gar nichts. Grüße gehen raus an Robert Habeck. Für mich ist die Wahnsinn. Hi! Paddy, kennst du 25F? Wenn jemand sagt, ich bin 25F. 25 Frauen. Nein, ich bin, wenn du mich fragst, wie alt ich bin und ich sag zu dir, ich bin 25F. Keiner dann würde ich erstmal weggehen und sagen, bitte sprechen Sie mich nicht auf offener Straße an und Sie haben sehr aggressiv aussehende Knuckles. Ich habe zwei Begriffe und das waren F und Schluppen, die kannte Freddy. Vielen Dank für deine Meinung. 25F. Gar kein Stress, ne? Warte, dann habe ich auch noch eine Frage. Dann habe ich auch noch eine Frage. Ja, warte. Wenn ihr euch schon über so Begriffe unterhaltet, wie nennt ihr dann das Eis, was man am Kiosk holen kann für 20 Cent, was meistens in diesem Plastik kommt? Wassereis. Ja, das wird auch Wassereis. Ihr sagt alle Wassereis? Ja. Das ist ganz klar Stangeneis, ne? Aber was? Stangeneis habe ich noch nie gehört. Stangeneis. Die Konversation ist damit beendet. Okay. Stangeneis? Gut, dann seid weiterhin genauso produktiv wie wir. Ja. Tschüss. Tschüss.
Ich habe gerade extra übrigens für euch geguckt, also Kleopatra war 51 bis 30 vor Christus und der andere Ramses-Kollege war 1270 vor Christus. Okay, also seid ihr schon ein Stückchen auseinander. Bisschen weit auseinander. Gut, aber erzähl mal weiter, warum du gerne Ramses wärst. Wegen den Pyramiden, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich zu früh bin. Also wenn man als erstes auf die Party kommt und dann müde ist, wenn es gerade richtig losgeht. Ich immer. Ja. Und bei dir? Warum Kleopatra? Ein bisschen wegen dem, was Freddy auch gesagt hat. So einmal in einer Machtposition sein. Ich habe das Gefühl, nach Kleopatra ist es mit den Frauen erstmal ein bisschen... mit den Frauenrechten erstmal ein bisschen bergab gegangen. Die waren nie da. Und deswegen, ich glaube, wär mal ein cooles Gefühl, so machtvoll und Königin und keine Ahnung, auch so. Ist ein Löwending, ne? Ja, ist ein Löwending. Der Löwe! Die Gruppe da hinten auf mein Zimmer. Auf und die Gruppe Pyramide. Ins Löwenzimmer. Und jetzt bringt mir einen Würfel. Sind die eigentlich alle so, die sind ja nicht so ultra alt geworden, auch wegen Medizin, weil die nicht so weit waren. Aber sind die manchmal auch nicht so alt geworden, einfach weil so heftige Geschlechtskrankheiten da höchstwahrscheinlich im Umlauf waren? Kann das auch sein? Syphilis, bestimmt. Weil die hatten ja, keine Ahnung. Keine Hygiene. Ja, es war einfach ja auch noch nicht so wirklich Heilmittel bekannt und sowas. Ich gucke gerade einen Anime, der genau über sowas geht. Der heißt Die Apothekerin. Und oder die Tagebücher der Apothekerin. Und das ist ganz cool zu sehen, weil es spielt halt genau zu so einer sehr jungen Zeit, wo zwar schon viele Hilfsmittel bekannt waren, um Krankheiten zu lindern, aber wirklich was zu heilen war schwierig. Und das ist super interessant. Da hat nämlich auch, die wächst da auch auf in so einem Freudenhaus. Und da hatte auch eine von den Frauen dann Syphilis. Und die haben halt gedacht, das ist einfach eine ansteckende Krankheit. Und haben die halt eingesperrt in ein Haus. Und die dürfte einfach nicht mehr rauskommen. Und wenn du Pharaonin gewesen wärst, zack, Löwe. Löwe, das breitet sich nie aus. Ja, nee, das ist irgendwie, nee, das sieht nicht gut aus. Löwe. Nee, aber... Boah, so dicke Löwen hätte ich gehabt als römischer Kaiser. Stellt euch mal vor, ihr geht in so eine ganz frühere Zeit und dann entdeckt ihr irgendwas, weil das für euch so normal ist. So, keine Ahnung, irgendeine Krankheit. So. Und ihr seid in der Zeit der Pest und sagt so, ja, hol mal eine Penicillin. Dann gucken dich alle an. Was, ja, aber wüsstest du, wie du Penicillin gewinnst? Ich kann es ja googeln. Bestimmt Baumrinde oder so. Du hast ein Handy mit. Ja. Aber ist auch genau das Statement, was mein kleiner Bruder schon mal gesagt hat. Ich glaube, ich habe es auch schon mal im Podcast gesagt. Er hat gesagt, strongste Timeline wäre gewesen Mittelalter plus Penicillin. Wäre einfach so hardcore geil gewesen, die Nummer. Dann wärst du durch alles so gut durchgeschifft und hättest einfach wirklich so, oh, der hat einfach meine Frau kacke angeguckt. Zack, Schwert in der Hand, komm her, Klaus, raus aus dem Haus jetzt hier. Bam, 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 Junge. Und dann Thema durch und dann zack, Haus ist frei hier. Keine Ahnung, mach deinen Blach da rein. Mir egal, Bäcker macht noch Brot, der Schmied macht noch irgendwie ein geiles Schwert und du baust eine Burg dein halbes Leben lang und ein Dorf auf mit deinen Händen. Das ist auch ein strongest Statement, was ich so unterschreiben würde. Mittelalter plus Penicillin wäre meine perfekte Timeline. Ich sage, das ist das Videospiel, was es noch braucht. Aber auch nur für die Zeit, weil ich glaube, dann würde es uns heute nicht geben, weil ich glaube, so Weltüberbevölkerung hätte schon vor über tausenden von Jahren stattgefunden. Ja, aber wäre ja auch geil dann, weil dann wäre immer noch Mittelalter bei plus Penicillin. Weiß ich auch nicht, warum man sich daraus weiterentwickeln will. Alle wollen nur noch zurück ins Mittelalter die ganze Zeit. Und die im Mittelalter waren so, oh mein Gott, Wann Feuer Zukunft? Oder sowas auf jeden Fall ein Thema war bei denen. Genau, nie mit einem davon geredet. Ja, übel stressig auch. Ja. Dritte Frage. Mhm. Was wäre ein Gerücht, das ihr gerne über euch lesen würdet? Also Gerücht? Ja, also irgendwie, wir stellen uns mal vor, wir wären jetzt alle irgendwie so groß genug, dass man über uns berichten würde, irgendwelche Stars, sonst irgendwas. Und dann gibt es ja immer Promi-Flash, weiß nicht was, Artikel über verschiedenste Personen. Und meistens ist es ja sehr unerfreulich, aber wenn jetzt so, keine Ahnung, ihr kriegt so Push-Benachrichtigung, Promi-Flash und die oberste Zeile der Titel und ihr denkt euch so, oh nice, also wenn die das wirklich wäre, das wäre cool. Weil wenn das wirklich so wäre. Sehr bodenständig. Wenn da stehen würde, ja. Sturmwaffe, sehr bodenständig. Ja.
Aber wäre das ein Gerücht? Ist ja kein Gerücht. Ja, weiß ich ja nicht. Ich fände das ein schönes Gerücht, wenn das rumgehen würde. Wenn die Leute wüssten, was ich immer für Auto-Webseiten aufhab, abends im Bett und mir dann denke, nee, mach ich nicht. Kurzer Update aber für euch alle, falls ihr hören wollt. Lotus, kennt ihr? Automarke? Mhm, habe ich schon einmal Lotus gesehen. Elise war früher ein großes Thema bei Autorennspielen auf jeden Fall. Lotus hat einen elektronischen SUV rausgebracht. Kurzer Deep Dive gestern noch 2 Stunden im Auto. Das ist ein schönes Auto. Kurz ein bisschen wütend gewesen, dass ich mir gerade einen gebrauchten Mercedes geholt habe, aber ja, schade. Also wenn du den loswerden willst, ich nehme den gerne und du kannst dir dann dein Traumauto holen. Aber ich glaube, Lotus ist französisch, oder? Sind die Engländer? Ich glaube, Engländer oder Franzosen? Engländer, ne? Weil der heißt Elettré. Wie? Elettré. Ja. Sieht von vorne aus wie ein Honda, sieht von der Seite aus wie ein Lamborghini. Ist ganz wild auf jeden Fall, die Karre. Und ist super wild flexibel. Hat unten vorne so wie so ein Wabenmuster. Und die gehen so auf für mehr Luft. Und es sieht aus, als wäre das so lebendig und pulsiert von vorne. Aber übel geil. Es gibt auch so eine Phobie, wo so Leute Angst vor so... Übel, ja. So echt aussehenden. Ja, habe ich auch. Echt? Und dann willst du das Auto fahren? Ja. Siehst du ja nicht von drin. Richtig. Ja. Was wäre ein Gerücht, was du gerne über dich hören würdest? Bei mir fällt absolut gar nichts ein. Nee, das fällt mir auch nicht. Wenn da stehen würde, ich hätte Krebs geheilt, finde ich cool. Das wäre so ein Gerücht. So. Psst. Ja, cool, die hat Krebs geheilt. Ja. Das ist übel cool. Nee, keine dann Ahnung. Ist aber nicht, so ist ja eigentlich voll scheiße dann. Also ja, Gerüchte okay, ja da hast du schon recht. Nee, keine Ahnung. Ich glaube, so. Ich weiß nicht. Vielleicht. Wenn ich einen sehr coolen Star daten würde, wäre auch cool. Ist zwar nicht die Wahrheit, aber wenn man so denken würde, I could get him, so. Wer wäre das denn so? Muss ich jetzt wieder hier Gosling, den komischen Daumenmann auf? Channing Tatum. The Manning über Dagan. Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Ryan Reynolds ist schon hübscher. Jede Woche jemand Neues, da müssen wir wieder anderes Management anschreiben für Annikas große Überraschung. Das war schon so viel in die Wege geleitet. Ja. Gut. Euch fällt nichts ein? Nee. Also ich wüsste nicht, was so ein Gerücht wäre, so, keine Ahnung. Was erzählt man über Menschen? Ich krieg so Gossip nie mit. Ein positives Gerücht über dich. Ja. Sowas wie, keine Ahnung, das denn kann per Hand auflegen deine Krankheiten heilen. Aber das ist doch übel scheiße, wenn das dann nicht der Fall ist. Das ist auch kein geiles Gerücht. Ich weiß nicht, ob ich mich schlechter fühlen würde, wenn jemand was übel vermeintlich Positives über mich erzählen würde, was aber überhaupt nicht der Realität entspricht, was der dann wieder negativ auf mich abfärbt, weißt du? Oder wenn jemand was übertrieben Negatives über mich in die Welt setzen würde, weil ich glaube, da ist es einfacher, einfach drüber zu stehen, anstatt dann mit der Pein leben zu müssen. Keine Ahnung, ich habe Krebs geheilt und kann es eigentlich gar nicht. Ich sag euch aber nicht wie. Ich bin ein Prinz aus Afrika und brauche dafür. Stark, aber. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee. Haben wir noch eine Frage? Oder waren das auch? No, das waren schon die 3 waren's. Warte, Fragen. Meine Frage. Cool. Das ist ein neues Intro und Outro, oder? Was? Nee. Was? Sonst sagst du mal geil. Ja, ich habe mich für Kolom entschieden. Ist heute ein besonderer Anlass. Jetzt war Timo schon so weit mit dem Intro kreieren. Ja. Das hast du einfach abgeändert. Alles wieder zurückgeworfen. Ja. Alles wieder In 2 Jahre habe ich die Entwicklung der Intros zurückgeworfen. Ja. Klasse. Soll ich meine räudige Wunderlampe rausholen? Hol mal deine Wunderlampe. Du warst noch nie dabei bei der räudigen Wunderlampe. Ja, hat ein neues ich bin Format zurück kriegt. Übrigens, falls es euch nicht aufgefallen Welcome ist. Welcome back. Ich war übel krank und verreckt auf dem Sofa. Ich hoffe, du bist wieder gesund. Machst du dann meine Lampe rein? Nee. Ja. Also,
um das Format zu erklären. Oh. Du gehst durch eine räudige Wüste. Ja. Hast großen Durst. Ja. Und denkst dir so, boah, ich würde jetzt gerne was trinken. Verstehe, ja. Aber das Einzige, was da ist, ist nichts zu trinken, sondern nur eine räudige Wunderlampe, an der du reibst. Ja. Oder du kannst an ihr reiben, willst du an ihr reiben? Ja, natürlich. Aua, meine Schulter hat geknackt. So hier so in deiner Gießkanne rubbelt. Das ist die Wunderlampe, räudige Wunderlampe, bitte. Manche hören auch nur Audio zu. Das ist immer spannend, der Moment hier. Ich komm mal rüber. Ja. Eine ganz schön große Wunderlampe, das. Ist auch ganz schön räudig und staubig. Ja, die ist so lange nicht benutzt worden. Aus der räudigen Wunderlampe kommt. Was habe ich mir jetzt damit verdient, dass ich das machen musste? Am Arbeitsplatz? Nee, du kannst jetzt entscheiden. Da kommt ein räudiger Genie raus aus der räudigen Wunderlampe. Und ich hatte ja Urlaub, deswegen habe ich selber nichts vorbereitet. Und war das, was irgendjemand auf Instagram geschrieben hat. Ich wurde hinter das Licht geführt. Und zwar. Hatte der räutige Genie gibt dir immer die Wahl. Also in der ersten Folge war es zum Beispiel, du musst nie wieder auf Toilette gehen, aber dafür sind alle Geschäfte, die du je erledigt hättest, werden dann auf einmal ausgeschieden. Safe. Das wird dann so 2 Monate ungefähr dauern, aber dann wärst du für dein Leben frei und dann musst du dich halt entscheiden, ob du das machen willst oder nicht. Und jetzt muss ich gerade die Nachricht raussuchen. Okay. Und zwar, ich muss gerade gucken, welche weniger schlecht war. Du kannst doch eure Vorschläge weiterhin an das. Grüße gehen übrigens raus. Ich glaube, das ist besser, das andere macht gar keinen Sinn. Du kannst unsichtbar sein, kannst dich unsichtbar machen, aber dafür verlierst du alle Sinne, wenn du das machst. Verliere ich alles was? Alle Sinne. Das heißt, du siehst nichts. Sorry, das ist halt ein räudiger Genie. Du siehst nichts, du schmeckst nichts, du hörst nichts, du fühlst nichts. Du bist einfach. Du bist unsichtbar. Du bist einfach weg. Ja, soll ich doch die andere nehmen? Ja, nimm die andere. Ja. Keiner würde dann unsichtbar werden, das ist irgendwie stressig. Du bist einfach so weg. Ja. Niemand kennt dich mehr. Naja, so kann mich immer. Nee, kannst auch nicht mehr reden, geht auch nicht. Also, das andere ist, du kannst Form wandeln, aber du kannst nicht genau kontrollieren, was du Form wandelst, aber es passt so grob zu deinem Problem, was du hast, steht hier. Also, Ron Weasley einfach nur. Und so nach einer Stunde kann man erst wieder zurück. Das heißt, wenn ich durch eine Tür will und ich will mich in den Schlüssel verwandeln, dann passe ich schon in die Tür, aber bin vielleicht nicht unbedingt ein Schlüssel. Und das dann für eine Stunde lang. Doch ein bisschen zu groß gewesen. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Was wäre so eine Situation, wo ihr die Form wandeln würdet, außer du willst irgendwelche Türen, in die du nicht rein sollst? Zählt so Form auch Aggregatzustand? Ich wäre gern mal Wasser. Oh, ich wäre super gerne gasförmig kurz. Nee. Nee, also einfach nur meine Körperform. Ja. So scheiße. Warum soll ich die ändern wollen? Also du kannst halt so ein Gegenstand werden. Tisch. Ihr seid jetzt aber ich kann kein Aggregatzustand sein. Kann ich Flugzeug werden? Das kannst du ja selber nicht kontrollieren. Also, aber ich kann alles sein, außer ein Aggregatzustand. Szenario, du bist in einem Aufzug, hast richtig einen knattern lassen, Tür geht auf, Ryan Reynolds steht da und du denkst dir so, fuck, der darf nicht sehen, dass ich gefurzt habe. Ich ändere jetzt meine Form. Dann bist du so ein Stuhl? So ein Stuhl und Ryan Reynolds setzt dich auf dein Gesicht, keine Ahnung. Hört sich bis jetzt gut an. Okay, red weiter. Ja. So, aber ich kann nicht beeinflussen, was ich werde. Ja, du könntest auch. Es passt zu deinem Problem, aber es ist nicht unbedingt das, was du sein willst. Du könntest auch der Notrufknopf werden oder so, aber dann bist du halt eine Stunde der Notrufknopf. Dann drücken dich immer irgendwelche Kinder und sabbern dann rein und sagen so, wir sind stecken geblieben. Nee, dann würde ich lieber sagen, das mit dem Aufzug gerade, das habe ich produziert. Nina Heller. Nee. Nice to meet you. Also würdest du nicht Form wandeln? Nee. Wenn ich mich nicht beeinflussen kann, was es ist, dann komme ich auch so mit der Situation klar. Kann ich andere Menschen werden, so ungefähr?
Nee, nur Form wandeln, nicht Aggregatzustand und Menschen. Aber Aggregatzustand ist ja was anderes als Mensch. Hab ich mir gesagt gerade. Ich weiß ja, aber ich wollte noch zu Ende reden, obwohl ich schon verstanden habe. Du kannst es ja nicht kontrollieren, was du wirst, aber also ich sag mal Gegenstand. Ich bin, okay, weil sonst hätte ich es natürlich benutzt, um auf die heftigsten Celebrity-Partys zu kommen und dann einfach immer so vom Eingang so fast Johnny Depp zu werden. Ja, du wirst dann wahrscheinlich dieser Typ, was? Der so die Autos einparkt oder so und dann bist du zwar da, aber ja. Parkst halt die ganze Zeit Autos ein. Ja, ja, dann doch, also bei Gegenständen, ja, würde ich, glaube ich, Sektglas durchziehen, aber dann wäre ich halt so eins, was so gesplittert ist und die Leute sagen, na, nee, kann ich ein anderes haben? Und dann würde ich ja trotzdem auf der Party sein. Aber du kannst ja nicht beeinflussen, was du wirst. Wie, aber ich kann doch sagen, Sektglas. Du sagst, ich will auf der Party sein und dann wandelst du deine Form und dann ist random. Du wirst dann einer der Partygegenstände. Vielleicht bist du dann auch, keine Ahnung, Klopapierrolle auf dem Klo, oder? Kann ich das jederzeit wieder aufheben? Nee. Eine Stunde. Eine Stunde? Ja, ist ja easy, dann mache ich recht früh. Oder ja, würde ich machen. Ich glaube, ich würde durchziehen. Ich glaube, ich hätte ein paar Verwendungszwecke. Okay. Ja, so ja. Ich sehe das wie du. Ich denke auch. Wäre ein Skill. Vielleicht kein guter, aber. So, ich will unbedingt in so die Nationalbank eindringen und will ein Gegenstand davon sein. Dann bin ich halt so eine Taste auf dem Sicherheitspad oder so. Aber danach bin ich ja drin, wenn ich dann wieder meine Form aufheben kann. Meinst du, in der Zeit, wo du da wärst, in der einen Stunde wird jemand Bolognese auf dir verschütten? Kann sein. Gut, das war mir wichtig zu wissen. Ja, das war... Okay. Wie ist es denn bei dir? Du hast noch gar nicht geantwortet. Nee, ich will nicht machen. Das ist irgendwie scheiße. Ja, aber dich in eine Gosse legen und 30 Tage lang scheißen. Ja, nee, war nicht 60, eine Gosse, 60, war eine Düne. Tut mir leid, eine Düne. Und erstmal sind die Bauern, die dahinter dann stattfinden, super happy, weil sehr fertile grounds, sagt man im Englischen. Ja. Okay. Ja. Für nächste Woche suche ich wieder selber eine raus. Vielen Dank für eure Mühen, aber nicht. Das war schon ein bisschen zu räudig. Ja. Ja. Also die räudige Wunderlampe. Ich brauche einen Jingle. Du bist neu dabei heute. Wir brauchen Jingle. Freud. Ich habe doch noch was Komisches gefunden. Oh. Komisch. Okay. Das habe ich die Tage den Nils, Timo und Nina erzählt, dass ich so komische Sachen als Kind gemacht habe, weil ich wollte mal abchecken, ob ich damit alleine bin. In dem Kreise, ihr beiden wart ja nicht dabei, war ich damit alleine und merkwürdig. Aber ich habe so ein paar Ticks mal rausgeschrieben, die würde ich mal gerne mit euch abgleichen. Ich möchte, dass die wertfrei genossen werden, weil ich war immer schon komisch. Ansonsten würde ich, glaube ich, auch nicht so einen Job machen. Aber ein Thema, was mir auf jeden Fall im Kopf geblieben ist, ist, ich habe mal ein lustiges Taschenbuch bekommen und dann war mir langweilig. Und wir hatten so einen ganz alten PC früher, hatte meine Mutter. Und dann hat die mir so das gezeigt. Ne? Und dann gab es so Word, so ein Dokument, einfach so ein leeres Dokument. Und dann war mir langweilig. Und dann habe ich jede Sprechblase im lustigen Taschenbuch angefangen abzutippen, chronologisch, mit allen Dialogen und wer das sagt. Einfach nur, damit ich was zu tun habe. Habt ihr sowas in der Art mal gemacht? Gut, habe ich auf der Hälfte des Buches mit aufgehört, weil es mir dann doch zu anstrengend wurde und habe gedacht, okay, ich bin jetzt jemand, der was sammelt. Und dann habe ich angefangen, Belege zu sammeln und immer für sehr kleine Centbeträge einfach random Sachen gekauft, damit ich Belege nach Datum und Uhrzeit sortieren kann, wann die erworben wurden. Sowas in der Art mal. Ja, also Belege, okay, schon. Ja. Dann auch noch sehr merkwürdig, mein älterer Bruder ist ja mein Stiefbruder. Und der war früher nur am Wochenende bei uns zu Hause und ansonsten unter der Woche bei seiner leiblichen Mutter. Und immer wenn er gegangen ist für eine Zeit lang, habe ich mich verkleidet. Der ist dann so gegangen sonntags um 16 Uhr und mein Coping-Mechanism, weil ich war schon traurig, dass ich jetzt dann alleine bin wieder so, da gab es unseren kleinen Bruder noch nicht. Dann habe ich einfach ja so Ad-Hoc-Handlungen einfach gesagt, ja, ich bin Gespenst. Und dann habe ich mir so ein ganzes Kostüm vorbereitet und mich verkleidet und bin dann damit so durchs Haus gerannt. So. Und irgendwann, also ich war mal Cowboy, Gespenst, ich glaube Astronaut, aber immer so trashig, so wie in so einem Disney-Film, so ein trauriges Kind, was am Anfang selber sowas macht. Und dann bin ich immer so durchs Haus gelaufen und habe irgendwie nach so
Entertainment gesucht. Und ich glaube, ab Woche 4 oder 5 hat meine Mutter mich mal drauf angesprochen. Und dann war es mir so peinlich, weil ich die Frage nicht beantworten konnte, weil sie nur gefragt hat, warum bist du eigentlich verkleidet, wenn Dennis geht? Und dann war ich so ertappt, weil das war so überhaupt nicht rational, sondern einfach nur so eine Übersprungshandlung. Und ich habe das noch nie so ergründet, warum ich mich dann immer verkleidet habe. Und dann war ich so ganz aufgebracht und bin so gerannt, so, ich bin so richtig rennendes Gespenst hier. So, ich bin aber keinem auf den Sack gegangen, ich war einfach nur dann da. So, ich wurde dann einfach so hingenommen von meinen Eltern so ganz lange. So, war sowas auch so ein Thema bei euch? Der Paar haben ja auch Geschwister. Also ihr habt alle Geschwister, glaube ich. Aber ja. Ja, aber nee, ich hätte mich gefreut, wenn mein Bruder Quatsch. Nee, das ist aber mehr Trauriges als Komisches, wenn man es so genau betrachtet. Ja, okay, na gut. Ich weiß nur, dass meine Mama mal erzählt, dass wenn ich Aufmerksamkeit wollte, und wir hatten damals so eine Wohnung, die hatte so 3 Stufen, die so runter ins Wohnzimmer ging, wie so eine kleiner Höhenunterschied. Dann habe ich mich auf diese 3 Stufen gelegt, als wäre ich gefallen. Und dann habe ich geschrien und habe halt gesagt, oh mein Gott, ich bin gefallen. Kann mir jemand helfen? Kinder weird, ne? Ja. Das ist so komisch. Ja. Und das ist irgendwie nur Spitze des Eisbergs. Verkleiden wir auch und buddeln. Aber ich glaube, buddeln hatte jeder eine Phase. Ne? Buddeln ist ja geil. Buddeln hatte jeder eine Phase. Und flämmeln und zündeln auch, ne? Ja, ich habe mal unseren Adventskranz in Flammen aufgehen lassen. So. Weil ich habe immer wieder so, ich habe so Papier genommen und das immer zu so einer Kugel gerollt und dann so reingeworfen in die brennende Kerze. Weil dann ist das Feuer immer kurz größer geworden. Dann habe ich halt immer wieder die Kugel ein bisschen größer gemacht. Ja. Um zu gucken, wie hoch geht denn die Flamme? Und irgendwann ist sie halt so breit auch geworden, dass der Adventskranz angefangen hat zu brennen. Aber das ist ja harmlos. Hast du draußen gezündelt mal? So aggressives Zündeln? Nee, ich weiß nicht. Ich war mal auf einer Silvesterfeier, wo dann Lagerfeuer war, wo alle Kinder gezündet haben. Ich war damals aber noch super, super klein und alle waren aber älter als ich und ich war mit meinem großen Bruder da. Und die haben dann irgendwann in das Feuer so Backsteine geworfen, wodurch dann einer geknackst ist und mir auf die Hand Stück von diesem brennenden Zeug auf die Hand gekommen ist und mich halt voll verbrannt hat. Das Einzige, woran ich mich erinnern kann, ist, dass wir rausgeflogen sind, weil mein Bruder den Jungen, der den Backstein reingeworfen hat, verprügelt hat, weil der mir wehgetan hat. Da kann ja der nichts dafür, der hat ja nur einen Backstein reingeworfen. Ja, ne? Aber es war ein ziemlicher Beschützerinstinkt war da und aber ich weiß, gut, ja. Ich habe da irgendwie letztes Mal meine Eltern drauf angesprochen, die meinten halt, dass sie mit dieser Familie seitdem eher weniger Kontakt haben, weil das wohl ein ausschlaggebender Moment war, der die Freundschaft unter den Erwachsenen wohl auch kaputt gemacht hat. Das war aber auch dann wahrscheinlich nur so eine Zweckfreundschaft, so du bist mit den Eltern oder so mit den Erwachsenen nur befreundet, weil die Kinder sich irgendwie zufällig mal auf der Straße getroffen haben und miteinander gespielt haben. Dann entsteht da einfach so eine Erwachsenenfreundschaft raus, wo beide Parteien keinen Bock drauf haben. Und dann war das der eine Punkt, dann so, nee, das war's für uns. Ja. Der Backstein im Feuer, nee. Ich glaube, das ist auch mega stressig. Ne? So Kinder haben Freunde und du denkst dir so, boah, gar keinen Bock auf die Leute. Ich glaube, da hatte ich ein paar Kandidaten in meiner Kindheit, wo meine Eltern das dachten, ja. Also meine Eltern haben konsequent durchgezogen, ausnahmslos mit allen Freunden, die ich hatte, jemals. Die kennen keinen, hatten auch keinen Bock und das war immer nur, wenn mal dahin gebracht und ich nicht selber irgendwie mit dem Bus hier hingetrampt bin ins nächste Dörfchen, dann war wirklich so konsequent vor die Tür, schönen Abend dir noch, Tschüsseldorf und dann weg. So, also da wurde aber auch nie mal Hallo gesagt. Nur. Krass. So, also selbst von meinem besten Freund und waren ja Jahre jedes Wochenende am Rumchillen oder unterwegs und so im Urlaub zusammen oder so, da haben die sich höchstens mal bei der Kindesübergabe gesehen, so, weißt du? Krass. So die Mütter, so das war dann so, hallo, ja, alles gut, toll. Ja, dann viel Spaß, ja, wünsche ich auch, einen schönen Tag noch, einen schönen Tag. Und das war das Höchste, ansonsten nie. Ja. Gar nicht. Ich kann mich auch nicht dran erinnern, dass meine Mama so mega befreundet war mit irgendwem. Aber es war auch... Meine Mama war ja alleinerziehend und dann immer, wenn so die Mütter sich getroffen haben, war meine Mama halt arbeiten. Deswegen hat sie mir erzählt, dass sie nicht so viel Kontakt zu den anderen Müttern hatte, weil halt ging dann nicht. Aber nee,
ich kann mich auch nicht, also meine Mutter hatte viel Kontakt mit meinen Freunden, falls du das meinst, so, da waren meine Eltern schon anders. Die haben immer geguckt, mit wem ich meine Zeit verbringe. Aber so die Eltern, ne, die haben sich nie viel jetzt untereinander. Ich muss kurz dazwischen reden. Ich habe die letzten 20 Minuten nicht mehr zugehört, weil ich dieses Ticken die ganze Zeit höre. Hört noch jemand dieses Ticken oder hört das nur ich? Ich höre es, ja. Was ist das? Das kommt und das geht und dann werden die Abstände größer und ich fühle mich wie Captain Hook, der einfach dieses Krokodil hört die ganze Zeit. Wassertropfen auf irgendwas in eine leere Rinne von den Rohren, die hier sind. Aber wie kann das so laut sein? Das habe ich noch nie gehört hier. Das habe ich, glaube ich, bin wie Hypno. Ja, okay, gut. Jetzt weiß ich, dass ich das nicht alleine höre. Jetzt kann ich auch wieder diesem Podcast hier folgen. Also nur mal zu dem Zündeln, ne? Ja. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich mit meinem Bruder, ist bestimmt verjährt, wir sind in meinen Wald gegangen und irgendwann haben wir rausgefunden, dass Haarspray brennt, wenn man Feuerzeug davor hält. Und ich weiß auf jeden Fall, dass wir jenseits des dreistelligen Geldbetrags, damals D-Mark-Bereichs, auf jeden Fall Haarspray mit in den Wald genommen haben und da wirklich probiert haben, Bäume niederzubrennen. Krass. Deswegen, also es war schon hart aggressiv. Wir hatten so eine eigene Stelle, wo wir immer leere Haarspray-Dosen reingeschmissen haben. Die Löcher in der Ozonschicht kommen von euch drei alleine. Also das war wirklich, zwei, da war Tim war noch okay. Zu klein. So, aber da weiß ich auf jeden Fall das. Und Buddeln war halt auch so extrem, dass wir uns selber so Leitern gebaut haben und wir dachten, wir haben so einen Schatz gefunden und wir haben die Kanalisation komplett freigebuddelt, also so ein riesiges Betonrohr und einmal so darunter, dass das angefangen hat zu knacken und da war halt so ein, wie so ein Gulli-Ausstieg, aber das war halt so im Wald und dann haben wir das so freigelegt, dass es so immer gemacht hat und danach waren wir so, nee, kein Bock mehr. So, aber wir mussten wirklich unbefestigt und ohne irgendwas sind wir mehrere Leiterstufen selbst gebaut mit Nägeln und einfach so ein paar so Ästen, die wir gebastelt haben, da so ins Nichts gestiegen. Einfach in so viel Zeit. Ja, kein Plan, man. Das ist immer sehr effizient gearbeitet. Auch, das war aber geil, es hat aber Spaß gemacht als Kind. Krass. Draußen sein als Kind war nur geil. Mhm. Und Ritterkämpfe haben wir auch gemacht. Er ist Burgen gebaut, gegen andere, die Burgen gebaut hat, die gefunden. Und dann haben die so aggressive Kämpfe gemacht. Und ich habe immer den ausgepickt, der auch keinen Bock hatte, sich zu schlagen. Und dann haben wir nur die Stöcke nebeneinander gehauen, während die anderen sich wirklich die Fresse poliert haben, so blutig. So. Oh, krass. Wir waren da so übertrieben, ne? Ja, übertrieben. Ich habe auch Bock zu bauen, ich habe gar keinen Bock auf Schlacht. So. Und die so, ja, keinen Bock auf Schlacht. Hatte der auch so eine Baumhausbauphase, aber auch im Wald so, dass man so sagt, so ja, ich wohne jetzt hier und dann bauen wir uns hier unser Lager. Und ja, voll. Ja. Das war einfach so Förster enteignet. Ja. Das ist mein Platz jetzt hier. Das ist mein Platz. Also kein Garzweiler, lassen Sie mich. Aber zu den Haarspray-Dosen nochmal, habt ihr also leere Haarspray-Dosen dann genommen? Natürlich nicht. Okay, ich dachte schon, alle mit so aggressiven Gel-Frisuren die ganze Zeit durch die Gegend gerannt, damit die neue Dosen hat. Ah, meine Frisur sitzt noch nicht. Ja. Ich konnte mich auch jahrelang meines Lebens in der Jugend super schnell bewegen. Ja. Also, man hat mich nicht ohne Grund den Kopfball genannt, weil mein Kopf so schnell am Ball war beim Fußballspielen. Einmal Kopf gestoßen, direkt Latze, weil alles abgebrochen ist. Nee, also haben wir schon alles, keiner von uns hat Haarspray benutzt. Okay. Wir konnten es auch immer gut tarnen. Es war immer irgendwo Geld besorgt, Pokémon-Karte mal verkauft und dann wussten wir ja heute für die 2-3 Mark, die wir hier auf Tasche haben, da wird aber wieder hier für eine gute Sixpack Haarspray wird jetzt gleich besorgt, aber die großen, so die Literkanister gefühlt hier. Und dann war aber einfach nur im Wald, einfach wie so ein Wahnsinniger. Und dann hat mein Bruder mal gesagt, nicht so lang, das kann auch da reingehen, dann explodiert das in der Hand. Und ich gesagt, das wollen wir doch mal sehen. Und dann einfach mal einmal durchgezogen, zu gucken, ob es wirklich explodiert. Einfach so in der Hand auch, komplett alleine, ohne Handys und sowas. Gab's ja alles nicht. Ja. Jo. Krass. Good times. Haben wir noch ein Thema auf der Liste für heute? Den Radrian natürlich. Den Radrian. Radrian. Du darfst anfangen. Okay. Dreh das Rad. Adrian. Dreh das Rad. Wir brauchen neue Themen fürs Rad. Dreh das Rad. Brettspiel. Brettspiel. Was ist euer Lieblingsbrettspiel? Muss ich anfangen? Also, ja, da hast du das Rad gedreht. Ich muss mal gerade überlegen. Ich glaube tatsächlich Monopoly. Das ist gemein, das hast du das jemals zu Ende gespielt? Mhm. Ja. Prospekt.
Ja. Also es gibt ja so Monopoly-Versionen, die ein bisschen schneller gehen. Zum Beispiel ein Freund von mir hatte mal dieses mit der Karte, also dass du dein Geld auf dieser Karte hattest. Und ich finde, das geht relativ schnell zu Ende. Aber ich fand Monopoly immer ganz cool, weil ich das auch schon als Kind mit meinen Eltern gespielt habe. Und ich finde, das ist ein ganz nice Spiel. Wenn man am Ende noch miteinander redet, ist auch gut. Ansonsten mag ich Spiel des Lebens auch gerne, aber das habe ich nie als Brettspiel gespielt, sondern nur auf der Switch. Deswegen habe ich es jetzt mal nicht mit dazu gezählt. Aber Spiel des Lebens fand ich irgendwie früher cooler, aber auch nur wegen diesen Drehdingen. Das war immer geil, dieses Rad. Ich habe es mit Rädern, die man dreht. Deswegen, aber Monopoly wäre es bei mir auch. Bei uns war es nie so, dass sich die Leute so krass gestritten haben bei Monopoly. Immer nur bei Risiko war immer übelster Streit. Hm. Aber Monopoly eigentlich gutes Spiel. Du? Hasse Brettspiele, ich bin raus. Nicht mal eins. Nee, ich hasse alles. Die daran. Siedler. Nee, gar nichts. Ich hasse Brettspiele. Manche ärgere ich nicht. Ich finde, das ist eine Zeitverschwendung und ist nervig. Okay. Es gibt PCs, ich verstehe es nicht. Mein Handy kann mehr als dieser Würfel und dieses Viereck. Ich verstehe es nicht. Es wird nie in meinen Kopf gehen und es ist auch früher nicht, als PCs noch nicht so ein Ding waren. Ich fand es immer nur anstrengend. Ich liebe Mensch, ärgere dich nicht. Aber nur, weil das wirklich, ich glaube, ich bin mal verflucht worden. Das ist das einzige Spiel, wo ich nie verliere. Nie. Du bist als Kind in den Mensch, ärgere dich nicht aufgefallen. Ja, ich gewinne immer bei Mensch, ärgere dich nicht. Da machen wir mal so einen Livestream. Da machen wir so ein Livestream-Experiment draus. Ja. Wir spielen so lange Mensch, ärgere dich nicht, bis du einmal verlierst. Nein, dann mag sie das Spiel nicht mehr. 37 Wochen Stream. Das machen wirklich. Ich verliere nie bei Mensch, ärgere dich nicht. Aber das geilste Brettspiel, was ich je gespielt habe als Kind, war Peking-Akte. Kennt das einer? Peking-Akte? Peking-Akte, das war so ein Detektivspiel. Super geil. Mega racist, leider, aber. Das hört sich auch schon nicht gut an. Das war ein Detektivspiel. Die hatten halt alle so richtig, ich weiß auch gar nicht mehr von, ich glaube, es war von Hasbro oder so. Ich google jetzt. Ganz normal, oder machst du? Mhm. Peking-Akte? Hasbro Peking-Akte, ja. Also das ist, wie gesagt, als ich klein war, kam das raus und das habe ich mir irgendwann zu Weihnachten geschenkt gekriegt. Und das war so geil, weil es gab immer ein Fallbuch. Und da standen verschiedene Fälle drin, die waren durchnummeriert 1 bis 100. Dann ist das so für alle vorgelesen worden. Da musstest du dann deine Kärtchen und sowas dahin machen. Und dann gab es dann so eine Detektivbrille, wenn du auf das Feld gekommen bist. Dann konntest du so eine Karte umdrehen und hast dann die verdeckte Schrift gelesen oder sowas, was du so anwärmen konntest. Und dann waren nur so einzelne Buchstaben. Das war so ein Detektivspiel und du musstest halt am Ende den Täter rausfinden. Das hat so viel Spaß gemacht. Aber die Namen wirklich in diesem Spiel Peking-Akte, das ist nicht okay. Also ich glaube, wenn man jetzt so 25 Jahre später da drauf guckt, dann ist das wirklich nicht okay. Aber es war ein geiles Spiel vom Spielablauf her. Ja. Das sind meine zwei Liebsten. Dreh das Rad. Kann ich lesen, was da steht? Ja, auch nicht, aber ich hab's geschrieben. Lappen, Schwamm oder Bürste? Zum Spülen. Mit Bürste. Was spült ihr? Bürste. Schwamm. Klar, Mann. Viel besser. Spülbürste ist so geil. Ja, muss nicht nah dran sein an der Nummer, hast viel mehr Druck drauf. Gerade Töpfe, Pfannen. Immer da. Ich finde, man kriegt die Ecken nicht so gut mit der Spülbürste. Ja, es gibt verschiedene Bürsten. Hm. Es gibt auch welche, die sehen aus wie kleine Klobürsten, die sind ideal. Die aber macht man damit nicht die Beschichtung aus den Fivitöpfen kaputt? Nö, nee. Gibt ja auch weiche. Also hätte ich welche zu Hause, könnte ich dir sagen, auf Dauer. Außerdem gibt es Schwämme als Spülbürsten. Die gibt es bei DM und bei Rossmann. Und das ist ein Stiel, da kannst du schon Spülmittel oder Putzmittel oben reinmachen. Hm. Und da sind so kleine Schwammaufsätze vorne. Und dann hast du theoretisch den Vorzug von einem Schwamm, aber dein bürstiges, stieliges Erlebnis. Und womit machst du die Arbeitsplatte sauber? Arbeitsplatte, Kleenex und Reiniger. Hm. Ja, das erklärt. Ich hasse das anzufassen, aber das liegt auch an meinen komischen Händen. Wenn ich zu lange spüle, werden meine Hände komisch, egal ob ich Handschuhe anhabe oder nicht. Und deshalb immer die Bürste. Hm. Und dann kommst du nicht so an Essensreste, Schmutz, Spüli und Wasser.
Ich finde das geil, mit dem Schwamm so richtig in die Ecken rein und Teil des Drecks zu sein. Okay. Das enjoy ich einfach. Ich bin Teil des Drecks. Teil des Drecks. Okay. Einer von uns. Dreh das Rad. Date Aktivität? Ja. Ja, es ist Valentinstag bald. Was ist die beste Date Aktivität? Für den Valentinstag oder generell? Was? Für den Valentinstag oder generell? Nee, generell. Generell oder für den Valentinstag? Dann für den Valentinstag. Stimmt, die Folge kommt am Valentinstag. Ja, genau. Ist ja Folge perfekt. Der Liebe eigentlich. Hätten wir uns so rosa Sachen anziehen müssen. Guck mal, ich habe ein Herz auf meinem Pullover. Stimmt, du bist der Einzige, der... Hier liegen auch noch welche im Tisch, sehe ich gerade. Herzen liegen überall. Tisch. Ja, ja. So. Und auch Tempos. Ich dachte irgendwie wieder so ein Schweineherz, was hier irgendwo vergammelt. Wieder? Ach so, das war das andere Büro, wo ich arbeite. Ja. Grüße. Ich mag Kino. Alle sagen immer Kino scheiß Date, aber Kino ist cool. Ein gutes Date. Kino ist ein gutes Date, weil es die richtige Menge von Popcorn. Mund halten, so. Was snacken und danach darüber reden. Essen gehen auch cute. Kann man aber kombinieren, das ist noch besser. Ja, das stimmt. Ich glaub, das Essen, ist dann Kino Date. Und dann bist du einfach in so einem Fresskoma und liegst einfach nur da. Dann einschlafen mit einem langweiliger Film. Das Leben. Kommt halt drauf an, ne? Auch lernt man jemanden neu kennen oder ist man in einer Beziehung und macht was mit jemandem? Das sind ja Valentinstag ist ja eher so schon in einer Beziehung, oder? Also wenn du an Valentinstag ein erstes Date hast, dann... Nee, das würde ich zum Beispiel niemals machen. Würde nicht am Valentinstag irgendjemanden daten. Glaub in so einen Grusel... In so einen gruseligen Kinderpark gehen. Kennt ihr das, wo so alte gruselige Sachen sind? So alte Attraktionen? So wie Efteling, dieser komische Kinderpark, da wo immer mitten im Wald einfach so eine Hütte steht und da ist so eine uralte Animatronics, ich bin der böse Wolf, so Ding, was schon so nur noch ein Auge hat, weil es so abgammelt. Und da gibt es hier in Deutschland auch in der Nähe von uns ein paar von diesen Parks. Und ich glaube, das ist ein stronges erstes Date, weil dann weiß man, vibet man mit der Person und keckt sich übel einen ab oder nicht. Damit du die alle so am Nacken packen kannst und ihr Blick fällt so auf diesen gammeligen Wolf und sagt, Wälzer das. Übel übergriffig. Ich weiß gar nicht, warum jemand am Nacken... Warum willst du denn in so einen Horrorpark mit denen? Willst du vielleicht nicht scheiß gruselig total. Lustig halt. Mal gucken, ob das lustig wird. Würdest du dich als Geist verkleiden an der Stelle? Cowboy. Dennis muss mit. Dann würde ich einfach nur rennen. Probier mich doch zu fangen. Was ist das für ein Typ? Okay, also, wir haben Kino und Essen gehen. Gruseliger Freizeitpark. Es ist ein cooler Freizeitpark. Also ich würde halt nicht so Phantasialand machen. Ich würde halt eher so was Komisches machen, wo man auch Zeit hat zu quatschen. Dann kenne ich ja nichts dafür. Sorry, Stefanie Giesinger, wenn du lieber was essen gehen willst. Dann. Okay. Also es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wie viel Zeit man hat am Valentinstag, weil dieses Jahr ist ja unter der Woche. Da finde ich, ist es auch ganz schön, wenn man irgendwie mit einem Partner oder so einfach eine coole Movie-Night zusammen macht, irgendwie zusammen was kocht. Zum Beispiel, keine Ahnung, was wenn beide ein Essen total gerne mögen, zusammen kochen und dann sich einen Film oder vielleicht sogar so eine Filmreihe raussucht und dann echt einfach einen coolen Abend zusammen mal zwischendurch immer mal wieder quatscht oder sonst irgendwas. Irgendwas, was man gerne zu zweit macht, dass man auch aktiv Zeit miteinander verbringt, finde ich cool. Und wenn man halt wirklich einen ganzen Tag Zeit hat, finde ich so eine Unternehmung auch cool, zum Beispiel irgendwo hinzufahren, wo man noch nie war, ein Museum oder sonst irgendwas. Hat jemand schon mal von euch aktiv Valentinstag gefeiert? Ja. Ja? Klar. Nicht nur, weil ich muss. Aber wir machen genau das. Movie Night. Und ratet, welcher Film? Harry Potter. Nee, Filmreihe aber auch. Ja. Tribute von Panem. Gruselige Kinderpark, Compilation 1 bis 7. Nee, Jurassic Park. Oh, Jurassic Park. Ja, cool. Ja. Ich hatte das letztens, ich wollte einen Transformers-Abend machen.
Das ist aber auch so scheiße. Ja, genau deswegen. Aber Saufen dabei. Also Saufen und Transformers ist, glaube ich, eine heftige Kombi. Weil ich glaube, so Film 1 mit Megan Fox ist so ertragbar. Aber dann ab so 2 wird es schon so, da ist die Storyline lacking. Und wenn du dann richtig dir einen reindübelst und irgendwann bei Gorillas, die so halbe komische Zombie-Techno-Dinger sind, ankommst, dann weißt du selber nicht mehr, was abgeht. Und du musst aber dem Ganzen auch nicht mehr folgen können, weil du weißt nicht mehr, was der ewige Zeitschlüsselstein durch das Portal der großen Gorillas auf ihrer Welt mit T-Rex irgendwie überhaupt noch mit irgendwas zu tun hat. Und ich glaube, ab dann wird es strong, wenn du richtig breit bist. Mhm. Drunken Transformers. Ich glaube, das ist auch die Zielgruppe von denen. Ja gut. Dann drehe ich jetzt am Rad. Dreh das Rad. Dreh das Rad. Oh, bleib. Dreh das Rad. Wo hast du dir wehgetan? Rad wurde gedreht. Hast du dir wehgetan? Oh. Kamelle. Wir haben kein einziges Doppelt gehabt gerade. Das auch. Und Folge kommt an Valentinstag und an Aschermittwoch. Perfekt. Was ist eure Lieblingskamelle am Karneval? Die Fake-Manner-Schnitten oder Dr. Stolle-Bonbons. Kennt ihr die? Ich glaube, die heißen nur bei uns Dr. Stolle-Bonbons, weil es sie früher bei Dr. Stolle immer gab. Aber das sind diese ganz kleinen, viereckigen, ich weiß, die so grün, Silber, orange, gelb oder immer diese Früchte drauf sind. Die, das und die Fake-Manner-Schnitten. Diese Bonbons sind auch ausnahmslos immer noch genauso lecker wie früher. Ja. Alles hat sich so geschmacklich verändert, aber die Dinger schmecken noch genauso, wie die früher geschmeckt haben. Die haben nicht mal Design verändert. Ja, ja, genau. So das, geil. Das funktioniert einfach. Ja, das sind einfach noch die von früher. Das war mal so eine Maschine, die man nicht mehr ausschalten konnte und die hat dann einfach so viel produziert, dass es jetzt noch so 100 Jahre hält. Sind einfach geil, so, bis die Maschine kaputt gegangen ist, muss das einfach weiter produziert werden. Das ist wirklich der einzige Bonger, den ich mir noch reinziehen würde. Das ist wirklich so lecker einfach. Ja. Ja, die sind gut. Ja. Ich mag die kleinen Popcorn-Tüten. Ich finde, die sind lecker. Das wäre mir zu gruselig. Die sind immer so leicht in Plastik eingepackt. Da habe ich immer Schiss, dass da was durchkommt. Das würde ich mir nicht trauen, wenn das einmal so nur in die Berührung, in die Nähe von so einem. In die Berührung? Hä? In die Nähe vom Boden kommen würde, da hätte ich voll Krise mit. Das würde ich mir nicht trauen, glaube ich. Manchmal, wenn die gute Süßigkeiten haben, dann werfen die Chupa Chups Lollis. Das ist auch immer geil. Den ins Auge kriegen. Aua. Aua. Aber Lutscher ist ja eigentlich richtig scheiße. Das ist ja einfach nur ein Bonbon mit einem Stiel drin. Hast du schon mal Chupa Chups gelutscht? Ja. Dann weiß ich nicht, wie du das behaupten kannst. Da kannst du auch diese Campino heißen, diese Bonbons. Die rot-weiß-ge. Ja. Boah, die waren sick. Geil. Ja. Aber beste Kamelle, diese Buset-Dinger mit Kokosflocken drauf, diese festen. Nee, die mag ich nicht. Die magst du gerne? Niemand mag die, ich liebe die. Und mein Vater dachte immer, das wären diese, es gibt die auch in weich, was dann so Marshmallow-mäßig ist. Diese Nappos, oder? Nee, auch, die sehen genauso aus. Hm. So Halbkreise. Ich weiß welche, oh mein Gott. Ja, die gibt es so in weich und mein Vater dachte immer. Die haben immer einen Knast gespendet zu Hause. Wurden die aussortiert im Hause Heller und dann wurden die für den Knast fertig gemacht. Mein Papa dachte immer, das wären halt diese Weichen, nur schon in alt. Deswegen hat er die immer Quietschis genannt, weil der meinte, die sind schon so alt, dass sie schon so quietschen, wenn man reinbeißt. Aber es sind schon zwei verschiedene Sachen. Oh mein Gott. Das Buset-Zeug. Junge, die esse ich auch so richtig räudig. Danach muss ich duschen gehen. Ich schabe immer mit meinen Schneidezähnen immer nur so Hauptdünner. Nee, das kann ich nicht. Das hört sich eklig an. Cool. Aber dieses Jahr kein einziges gefangen. Ich weiß nicht. Warst du wirklich bei einem Zug? Ja, also ich habe den Zug nicht gesehen. Das ist so ein Ding, wenn ich an Karneval zu früh anfange zu trinken, dann sehe ich den Zug nicht. Unsichtbar. Ich schmecke nicht sehr viel. Keiner hat mit mir geredet an dem Tag. Was war los? Nee, es war nur ein kleiner Balkon und ich hatte keinen Bock, mit Schokolade abgeworfen zu werden. Hätte ich gewusst, dann hätte ich meine Familie mal mobilisiert für den Zug in Köln, den wir immer gucken. Und dann hätten wir dir die Baiser-Dinger gegeben und nicht im Knast. Das ist sehr lieb. Beim nächsten Mal vielleicht. Aber dann weißt du, falls du mal in den Knast kommst, ne? Ja. In Karneval, kann ich den guten bring dir die empfehlen. Hellas was vorbei. Vielleicht gibt es jetzt gerade im Knast welche. Wer hängt am wenigsten an seinem Leben gerade? Oh, damit habe ich nicht gerechnet.
Ja. Okay. Das war das Rad. Schreibt uns neue Sachen für das Rad bitte auf, dass wir das auffüllen können, weil wir brauchen immer 4 Stück. Und ja. Und das haben wir nicht. Das haben wir nicht. Was haben wir denn? Nicht. Was sagt denn die Uhr? Ja, halb die Uhr, 4. Die Uhr sagt jetzt ab. Halb 4. Ab dafür. Wir müssen noch arbeiten. Wer hat an der Uhr gedreht? Tschüss. Ist das wirklich schon so spät?